Reisen ist eigentlich der größte Teil meiner Inspiration. Also das versuche ich auch immer dem Finanzamt zu erzählen. Aber man kann das nicht planen, also man kann nicht von einer Reise nach Hause kommen, stellt sich ins Studio und dann entsteht da irgendwie was, sondern das kommt ganz unverhofft. Während meiner Arbeit scheitere ich eigentlich zu 90% und 10% funktioniert dann, wenn man vielleicht wieder eine Stelle übermalt, die schon cool erschien. Und, aber um weiterzugehen, muss man sich dann immer noch mal trauen, noch zu verbessern mit immer diesem Risiko, noch mal komplett zu scheitern. Und insofern scheitert man eigentlich durch so ein Bild durch. Der Eames Chair ist eigentlich so eine kleine Rückzugswelt. Ich weiß, im Studium hatte ich immer so einen IKEA-Klappstuhl und hatte mir den immer gewünscht, wie so ein kleiner Junge in Porsche oder so. Und der Stuhl, der dann irgendwann so im Bereich des Möglichen war, ist mein neues Büro. Als ich angefangen habe zu malen, hatte ich auch die Befürchtung, was ist eigentlich, wenn das Bild jetzt fertig ist? Dann steht man ja eigentlich vor dem nächsten Bild und kommt dann irgendwann der Moment, wo man nicht weiter weiß und die Leinwand einfach weiß bleibt. Dann hat mir mal jemand gesagt, eigentlich, du brauchst ja keine Angst haben, du bist ja die Quelle. Und irgendwie dachte ich, naja, das stimmt schon. Und das hat sich so über die Zeit eigentlich so entwickelt, dass man immer weiter sprudelt, dass ich davor keine Angst mehr habe. Ich glaube, da kommt immer was Neues.